So, ho! Willkommen zu meinem Special. Und es geht da um den Rated A Superstar Edge. Ja, ich hab's angekündigt ein paar Male. Und jetzt wird es hier vollführen. Ich werde es erstmal so machen, ich werde hier ein paar Matches machen. Das Single Match kommt an späterer Stelle. Ich habe mir was Kleines ausgedacht. Vielleicht gefällt es euch. Ich mache ein Handicap-Match. Ein 2-on-3 Handicap-Match. Und hierfür werde ich natürlich Edge wählen. Und sein Partner wird Randy Orton sein. Und sie treten gegen CM Punk, Mason Wayne und David Ales Utanga. Ja, das ist praktisch Rated RKO versus New Nexus. Ich werde mich jetzt hier drauf nur auf die Matches konzentrieren. Ich werde ein bisschen was über Edge sagen und so, ab und zu viel. Weil ich werde jetzt noch den nächsten Part werde ich dann noch jetzt noch ein bisschen genau auf Edge eingehen. Dann wird hier nichts mit Spielen da sein. Werde gleich nimmst nur eine Biografie über ihn, dann die Statistiken angucken, bewerten, sagen, und ich werde dann seine Wrestling-Karriere von seinem ersten Debüt bis heute. Werde es ein bisschen analysieren, wiedergeben und euch ja ein bisschen mal so zeigen. Ja, so zeigen, wie Edge früher war und so. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, viele meiner Fans sind nicht so WWF-Fans gewesen. War es auch sehr, sehr lange Zeit. Ich war Edge was schon sehr, sehr lange und ja, er hat schon sehr große. Ja, da müssen schon meine Fans sehr alt sein. Aber ich rede jetzt zu viel und so. Fangen wir einfach mit dem Match an. Die Arena, SmackDown, weil SmackDown gleich Edge. Das ist wohl klar. Ja, ich werde hier gleich meine Schnauze halten, weil ich habe was schön vorbereitet. Also viel Spaß damit. Thank you.
Ja, und jetzt habt ihr es bemerkt, der Announcer hat Rated RKO gesagt. Also, das, die haben noch ein paar Teams hier behalten, und wenn man, ja, Teams halt so macht, dann werden sie auch so benannt, was ich recht cool finde. Ich weiß nicht genau, wen die noch gemacht haben. Ich glaube, Edge und Christian haben sie auch noch beibehalten. Die haben noch andere Teams, die nicht mal Bestandteil sind hier, aber ja, wo die Wrestler noch da sind. Aber das haben die jetzt hier gut gemacht bei SmackDown vs. 2011. Talk to us about Edge, King. Well, he looked really impressive in that win last week. He wants to show ja, the world that he can do it. Schön. Ja, Edge und Randy Orton haben eine sehr gute Tag Team Set gehabt. Das war 2007. Ich meine, fast 2007. Wo auch Edge danach seinen zweiten Money in Bank Title bekommen hat. Und das war gegen, ja, jetzt hat Mr. Kennedy. Oh, komm. Wir wollen ja einmal den Spear sehen. Spear, Spear, Spear. Na, schon vorbei. Ja, schon vorbei. Ja, Edge hat seinen ersten, ne, seinen zweiten Money in the Bank Titel gegen Mr. Kennedy gewonnen. Also nicht bei Money in the Bank. Money Band hat Mr. Kennedy gewonnen, hat sich verletzt danach und Edge hat den Titel praktisch in einem Match wieder gewonnen. Ja. Und den hat er dann gegen The Undertaker eingelöst. Und das war genau in Pittsburgh, deswegen nennt man auch es den Pittsburgh Steeler, weil er praktisch, ja, den Titel von The Undertaker gestohlen hat. Also, ihr müsst bemerken, Edge ist der Pittsburgh Steeler. Ist auch ein erkannter Name, könnt ihr auch bei WWE eingeben oder bei Google. Einmal Pittsburgh Steeler Edge eingeben und da schon ein kleiner WWE-Artikel darüber. Sehr interessant.